Ich bin der Marco von dem YouTube-Kanal Nerdkultur und dem Podcast Nerd und Kultur. Und Jonas, mein ewiger Rivale und ständiger Verlierer aus für eine Handvoll Donuts, hat mich gebeten, heute euch meine drei Worst Movie of All Time, All Time Favorite und was war das andere? Guilty Pleasure Film vorzustellen. Vielleicht nicht immer auf All Time. Das Problem ist, seine Angabe war ein bisschen schwammig, weil eigentlich ist es ein Fuck, Marry, Kill. Aber sie wollten es nicht so explizit nennen. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es auch egal. Also, welcher Film ist der Film, den ich am liebsten, der ein Guilty Pleasure ist und nicht ein F-Film ist? Ich möchte einen vorstellen, den ich gerade erst nach Jahren wiedergesehen habe, der als generell nicht so gut wahrgenommen wird, auch in der Kritik nicht so gut weggekommen ist, der einen fantastischen Anfang hat. Dafür lieben ihn alle und den Rest wollen alle am liebsten wieder vergessen. Aber ich mag den Film trotzdem sehr. Das ist ein Meisterwerk, in meinen Augen, von Brian De Palma, das da heißt Spiel auf Zeit mit Nicolas Cage oder auch genannt Snake Eyes. Den gibt es gerade auf Disney Plus. Deswegen fand ich es so cool, den nochmal gucken zu können. Der ist dafür berühmt, dass die ersten 12 Minuten ohne sichtbaren Schnitt funktionieren. Das ist kein absoluter One-Take, das sind wirklich, glaube ich, 8 Schnitte drin versteckt, aber es sieht aus wie ein One-Take und es ist unfassbar beeindruckend. Und für mich als Krimi- oder Film-Noir-Fan ist es so geil zu sehen, wie der ganze Fall, um den es eigentlich geht, sich in der ersten Viertelstunde erstreckt vor den Augen des Zuschauers, auch wenn man den Film schon gesehen hat, mit dem Wissen des Zuschauers und man alle möglichen Hinweise zu sehen kriegt und dann selber im Kopf anfangen kann, das zu entschlüsseln. Dass der Film nicht so gut wegkommt, hat damit zu tun, dass der Film viel zu früh aufdeckt, wer der Mörder ist und was er eigentlich will und warum er das macht. Und ganz am Ende ist auch noch Kommissar Zufall wichtig, um alles zu entscheiden. Das verstehe ich, das macht den Film schlechter, als er sein müsste. Ich mag aber das Ende, weil das Ende so genau von dem Verbrecher vorhergesagt wird und es damit auf einer Metaebene auch so gut funktioniert. Du kannst nicht einfach nur der Held sein, gerade nicht in der Film-Noir-Geschichte. Weil dafür steht ja auch der Film-Noir. Der Detektiv ist nicht einfach nur der Held und alles wird gut. Und ab dem Moment, wo klar ist, wer der Verbrecher ist die Kamera immer noch geil. Es gibt einen Shot, da entfernt sich die Kamera von ihm, geht dann hoch, schaut von oben runter und geht über mehrere Hotel-Apartments. Der Shot ist so geil, dass ihn Tarantino geklaut hat für Kill Bill, dass ihn Steven Spielberg geklaut hat für Minority Report. Und insgesamt ist deswegen und wegen des One-Shots ganz am Anfang Snake Eyes eine Kamera-Masterclass für jeden, der sich für Kameras interessiert. Also die restliche Qualität ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn ihr euch für Kameras interessiert und geile Inszenierung, gerade noch in einem Film Noir, wo eh schon alles inszeniert war und nichts mehr Neues rauszuholen war, guckt den Film. Der nächste Tipp von mir ist passend zu Weihnachten. Das ist nämlich einer meiner Lieblings-Weihnachtsfilme von einem Regisseur, dessen Filme oder auch Autor, dessen Filme meistens an Weihnachten spielen. Das macht es ein bisschen lame, aber das ist sein Kronjuwel. Lethal Weapon war fantastisch, Nice Guys zum Beispiel ist auch fantastisch, Tödliche Weihnachten gibt's auch noch, Long Kiss Goodnight oder wie er hieß, Last Boy Scout, ihr kennt all diese Filme. Mein Lieblingsfilm von Shane Black ist aber Kiss Kiss Bang Bang. Das war der große Comeback-Film von Robert Downey Jr., noch vor Iron Man tatsächlich, Anfang der Nullerjahre, zusammen mit Val Kilmer. Es ist natürlich eine Detektivgeschichte, sie spielt natürlich an Weihnachten und ich liebe diesen Film. Alles, was Shane Black-Filme so großartig macht, der Humor, der Fall, die Atmosphäre, auch die Meta-Anspielungen, die mit dem Film nah zu tun haben, selbst die Action, die hier sehr wenig, aber sehr explizit und genau ist, machen Kiss Kiss Bang Bang zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme of all time und zu einem meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme. Deswegen guckt ihn, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und Filme, die aus Shane Blacks Schlag kommen, aus seiner Feder, mögt, müsst ihr Kiss Kiss Bang Bang gesehen haben. Passend zu Weihnachten. Und wenn ich jetzt Weihnachten von vor 2 Jahren zurückdenke, da habe ich einen Film gesehen. Es ist der einzige Star Wars Film, den ich in meinem ganzen Leben nur einmal gesehen habe. Und ich bin kein Fan der Prequels, das wisst ihr. Und ich bin, warum auch immer, ich will das jetzt hier nicht diskutieren, großer Fan von Star Wars 8. Ich finde sogar Star Wars 7 okay. Aber Star Wars 9? The Rise of Skywalker? Ist schlimm. Das ist so dieser eine Film. Es ist nicht einfach ein Worst Movie, sondern die eigentliche Überschrift ist ja Fuck, Marry, Kill. Und das ist ein Film, den würde ich am liebsten umbringen, in dem Moment, wo er geboren worden ist. Ich will gar nicht so sehr explizit reingehen. Es gibt ein Video dazu von mir. Da erkläre ich aber auch die andere Sicht, weil ich habe den auf eine Premiere gesehen in Köln. Und ich habe einen Kinosaal gesehen voller Leute, die begeistert waren. Voller Star Wars Fans, die auch gerührt waren, die den toll fanden. Und ich verstehe es, weil der Film hat Momente, die Star Wars Fans wirklich berühren. Weil es ist ein Medley aus allem, was man von Star Wars kennt. Das ist auch sein größtes Problem. Aber
Ich möchte stellvertretend eine Szene hervorheben. Für meinen ganzen Hass, den ich auf den Film habe. Rey küsst Kylo Ren. Ich hasse diesen Moment. Es ist unerträglich. Warum? Und das Witzige ist, beim Dreh haben die sich das auch gefragt. Das steht so nicht im Drehbuch oder nicht festgelegt im Drehbuch. Sie haben das zweimal gedreht. Einmal küsst sie ihn und einmal nicht. Und selbst bei der Star Wars Premiere habe ich gehört, wie der halbe Kinosaal laut aufgestöhnt hat, als Rey auf einmal Kylo Ren küsst. Diese ganze Geschichte hat für mich nichts Romantisches gehabt und dann küsst sie ihn auf einmal. Sie haben beide Varianten gedreht, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, welche sie drin haben wollen. Und sie haben sich in der Post-Production dazu entschieden. Das steht so stellvertretend für den ganzen Film. Das ist willkürlich. Das hat nichts mehr mit allem davor zu tun. Und diese Entscheidung und viele andere Drehbuchentscheidungen in diesem Film machen für mich alles kaputt, was die Sequel-Trilogie hätte sein können. Und deswegen möchte ich diesen Film am liebsten umbringen und neu drehen. Dafür ist es zu spät. Ich habe leise Hoffnung, dass irgendwann Adam Driver sagt, hey, ich habe Bock, nochmal was zu machen. Vielleicht mit Mark Hamill. Das ist das eine Prequel, das ich gerne sehen würde. Ein Kylo Ren Prequel. Damit könnte ich leben. Aber ja, schade. Den Film würde ich gerne umbringen. Das war mein Fuck, Marry, Kill. Ich meine natürlich mein Guilty Pleasure. Film, den ich mir immer angucken könnte. Und Worst Movie in den letzten Jahren. Und das sage ich in einem Jahr, wo Eternals rauskam. Aber das ist ein anderes Thema. Guckt es auf meinem Kanal, hört meinen Podcast. Aber guckt auch gerne Cinema Strikes Back, weil Cinema Strikes Back einfach so ein cooler Kanal ist. Und wir sehen uns ganz bestimmt wieder bei Für eine Handvoll Donuts, wenn ich Jonas zum, ich glaube, dritten Mal demütige. Oder viertes Mal. Ich habe aufgehört zu zählen. Jonas, das musst du mir sagen. Oh, das war's schon. Ja, dann schaut doch mal bei unserem Gast vorbei. Klickt das Video unbedingt an. Da gibt es noch viele weitere wunderbare Videos. Oder schaut euch das Türchen von gestern an. Denn in unserem Cinema Strikes Back Adventskalender gibt es jeden Tag ein neues Video mit einem neuen Gast oder einer neuen Person, die drei Filme vorstellt. Fuck, Marry oder Kill. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen hier auf Cinema Strikes Back.